Das ist ihre Abfahrt, das können ihre Spiele werden. Ganz ehrlich gesagt, die Diamond-Abfahrt, auch der Super-G, liegt ihrer sehr, sehr gut. Also der Hang ist prädestiniert für sie. Und natürlich mit dem letztjährigen Erfolg, was sie bei der Premiere im Prinzip auf der Strecke gefeiert hat, ist das eine Leichtigkeit. Der eine Tag muss passen und das ist oft auch natürlich die Schwierigkeit. Gell? Putin hat damals ja Willy Bogner den Auftrag gegeben, einen Film zu machen für die Bewerbung. Und ich habe das Glück gehabt, da als Actor dabei zu sein. Also ich bin Skifahrer gewesen, ich habe dieses Land gesehen, wir waren da über 3 Wochen. Wenn die Zaren schon alle da dort einen Urlaub gemacht haben, das war das Haupturlaubsgebiet und das war so verwahrlost. Das war Wahnsinn. Das Sotschi selbst, das war eine vermoderte Stadt war das. Die wieder aufzufrischen, ist natürlich für Olympia einer der besten Momente. Dieses Tal, diese Skigebiete aufzubauen, was ja in 6, 7 Jahren passiert ist, ich würde das ungefähr gleichzusetzen, als wie es bei uns in den Alpen war, bloß dass wir 100 Jahre dafür gebraucht haben, zum Skifahren gigantisch. Gott sei Dank ist in Umkreis von dem ganzen Skigebiet auf 500 Kilometer in Umkreis kein einziges Berg angetastet und es ist noch Wildnis pur. Die haben ja das 3-4-fache an Bedarf haben die ja dahin gebaut. Also die wollen anscheinend wirklich nachhaltig wollen die das Skigebiet als das Urlaubsgebiet für Russland machen.